es. Es war nur ein Traum. Hallo zusammen. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Ich habe mich versehentlich geschrumpft und... Oh? Hallo? Warum sagt ihr denn nichts? Oh? Das ist Rookies Neffe aus meinem Traum. Dann heißt das... Nein! Es war kein Traum. Lass mich runter. Hallo du, was machst du denn? Los geht's! Das macht Spaß. Jemand muss mir helfen. Winziger Tayo. Es war ein schöner Tag und Tayo ruhte sich im Busdepot aus. Mir ist langweilig. Es ist fertig. Wow! Was ist das denn, Hana? Hallo, Tayo. Also, das ist eine Schrumpfmaschine. Eine Schrumpfmaschine? Ja. Mit dieser Maschine kann ich Dinge schrumpfen, damit man sie leichter tragen kann. Wow, das ist fantastisch! Oh, das stimmt. Kannst du bitte kurz darauf aufpassen, während ich schnell was aus dem Lagerraum hole? Aber gern! Sei vorsichtig und fass bitte nichts an. Okay. Oh, eine Schrumpfmaschine. Sieht wirklich interessant aus. Oh, was ist das? Vielleicht sollte ich mal draufdrücken. Nein, ich kann nicht. Hana hat gesagt, ich soll nichts anfassen. Aber ich will sehen, was passiert. Ich habe ihn angefasst. Was? Moment, es passiert nichts. Tayo? Oh, Hana! Wohin ist der Junge verschwunden? Was ist passiert? Seit wann ist Hana so groß? Oder vielleicht... Ich habe mich selbst geschrumpft! Wie seltsam! Hana! Rookie, Pat, was führt euch beide hierher? Wir sind wegen einer Reparatur gekommen. Hey, ihn habe ich noch nie gesehen. Oh, das ist mein Neffe, Ginny. Hallo. Ich verstehe. Hallo, Ginny. Du siehst aus wie dein Onkel. Warte hier, ich werde Pat reparieren. Okay. Komm schon, Pat. Hana, warte! Hana! Oh nein! Sie kann mich nicht hören! Brumm, brumm, brumm! Wer ist dieser Junge? Brumm, 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 brumm! Hey! Er ist unter die Bank gerollt. Hab dich! Wum, wum, wum. Alles erledigt, Pat. Danke, Hana. Wum, wum. Hey, Ginny. Hallo. Hana! Danke fürs Warten. Kein Problem. Ich muss hier raus. Ich hab's geschafft! Hana, ich bin's, Tayo! Oh, Ginny, du solltest dein Spielzeug nicht herumwerfen. Halt es diesmal etwas besser fest. Nein!
Dank. Danke, Hannah. Bis später. Mhm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ginny. Hannah! Hannah! Na. Mir ist so schwindelig. Es ist das Busdepot. Ich wusste es. Es war nur ein Traum. Hallo zusammen. Ich hatte einen schrecklichen Traum. Ich habe mich versehentlich geschrumpft und... Hallo? Warum sagt ihr denn nichts? Das ist Rookies Neffe aus meinem Traum. Das macht Spaß. Jemand muss mir helfen. Tayo, der kleine Bus. Du kannst Tayo nicht finden? Nein, er ist seit heute Morgen verschwunden. Hat er etwas zu euch gesagt? Nein. Nichts. Dann suchen wir ihn. Hannah bleibt hier. Okay. Ich muss zurück zum Depot. Meine Freunde machen sich bestimmt Sorgen um mich. Aber wie komme ich nur da runter? Alles klar, ich muss da rüberkommen. Ich hab's geschafft! Wo bist du? Hä? Was ist das? Oh. Das ist Ginnys Spielzeug. Ich dachte, ich hätte es ihm zurückgegeben. Oh, Ginny, du solltest dein Spielzeug nicht herumwerfen. Halt es diesmal etwas besser fest. Oh nein! Dieses Spielzeug war... Tayo! Er schläft immer noch tief. Wie komme ich nur hier durch? Ich muss die Tür aufmachen. Das ist es! Alles klar. Eins, zwei, drei. Komm her! Ja!
Onkel! Hallo, Ginny. Hannah und Rocky! Ginny, wir haben ein Geschenk für dich. Wirklich? Wow! Ja. Tada! Das ist eine Weltraumrakete. Ist sie nicht cool? Wow, super! Hier, Ginny. Ich nehme das mal kurz. Oh. Ich steck die Rakete für dich rein. Oh. Okay. Einen Moment. Hier. Oh, Hannah! Okay, bitteschön. Oh, cool. Danke, Onkel. Tayo, geht es dir gut? Ich hab dich vermisst, Hannah. Okay, bist du bereit? Da. Tayo? Du hast uns einen Schrecken eingejagt. Ja! Wir haben alle nach dir gesucht. Tut mir leid, ihr Lieben. Jetzt weißt du, warum du keine gefährlichen Maschinen anfassen sollst. Ja, ich fasse es nicht nochmal an, selbst wenn du es mir sagst. Oh, Tayo. Nach einem ungewöhnlichen Tag war Tayo sehr glücklich, seine Freunde wiederzusehen. Tayo und Rogi haben heute frei, also gehen sie am Flussufer spielen. Hallo Rogi, fang das! Gut! Autsch! Rogi, das hast du mit Absicht gemacht! Nein! Ich dachte nicht, dass du einen so einfachen Schlag verpasst! Was? Rogi? So willst du es also! Was hältst du davon? Oh nein! Nein! Er ist deinetwegen da reingefallen. Weil du ausgewichen bist. Na los, holen wir ihn raus. Rogi, na los, schnell! Halt still! Es wackelt! Nur noch ein bisschen weiter! Mach es einfach! Was? Ist hier nicht irgendwas seltsam? Was? Oh nein! Wir treiben davon! Halt still! Sonst fallen wir rein! Okay! Ist das nicht Bonbon? Schön, dich zu sehen. Hilf uns! Das sieht lustig aus. Ich will auch darauf. Aber wir spielen doch nicht. Wir sitzen in der Klemme, Bonbon. Also egal. Hol Rufi und Pet schnell her. Nein, wir brauchen sofort er. Nein, wir brauchen Rocky. Er. Rocky. Er. Also wen soll ich holen? Da bist du ja. Fahren wir. Wir müssen doch heute noch zur Werkstatt, nicht wahr? Stimmt. Fahren wir dann? Okay. Oh nein. Bonbon scheint Tayos und Rogis Bitte vergessen zu haben. Da hat uns Rogi ja was Schönes eingebrockt. Ohne Tayo wäre das nie passiert. Mein Magen fühlt sich komisch an. Ich glaube, ich muss pupsen. Was machst du denn? Kannst du stillhalten? Also... Was ist denn
hochheben. Sowas kann passieren. Ist schon okay. Bonbon holt schon jemanden. Du wirst schon sehen. Oh. Carrie, warum sind wir hier? Für euren Check-up, um zu sehen, ob ihr gesund seid und ob ihr stärker werdet. Oh. Da seid ihr ja alle. Oh. Oh, eine Spritze. Kinder, davor müsst ihr wirklich keine Angst haben. Ich will trotzdem keine. Wo bleibt Bonbon bloß? Oh, wir könnten versuchen, Hana anzurufen, anstatt einfach so zu warten. Okay, mach es jetzt. Nein! Weint doch nicht, Kinder. Ich will aber keine. Was mache ich denn jetzt? Sie geht nicht ran. Wirklich? Versuch es noch mal. Das ist ein Vogel. Du bist aber niedlich. Bist du allein hier? Oh, du bist bestimmt einsam. Es wäre gut, wenn deine Freunde hier wären. Was? Oh nein, verschwindet. Ich sag dir, es soll verschwinden. Es gibt immer mehr. Gleich fallen wir runter. Welches Lied soll ich singen? Irgendeins, schnell! Okay. Hinauf in den blauen Himmel, fliegen in Himmel hinauf, über die Wolken und warmen Sonnenlicht. Die Vögel sind von Rogis lautem Gesang überrascht und fliegen davon. Oh, das reicht, Rogi. Oh. Sie sind alle weg. Was für eine Erleichterung. Aber warum sind sie alle weggeflogen? Der kleine Bus. Da, siehst du? Es tut nicht weh, wenn man es wirklich versucht, oder? Ja. Wie lange sollen wir denn noch warten? Er müsste der Reihenfolge nach überprüft werden, also müssen wir noch ein bisschen warten. Aber das ist langweilig. Stimmt. Wenn Tayo hier wäre, würde er bestimmt mit uns spielen. Tayo? Stimmt. Also gut, Bonbon. Du bist jetzt dran. Was erledigen? Was denn? Ich brauche irgendjemanden, irgendjemanden! Bonbon, du solltest nicht jammern, nur weil du nicht geprüft werden willst. Nein, mir wurde gesagt, dass ich kommen muss. Oh, keine Sorge, Bonbon. Komm her. Ich war wirklich... Wann kommt Bonbon endlich zurück? Vielleicht sind wir zu weit weg. Ich kann gar nicht mehr telefonieren. Das ist gar nicht gut. Was? Sind das Speed und Shine? Rufen wir sie! Speed, Shine! Sind das nicht Tayo und Rogi? Wow, sie fahren ein Boot! Das sieht lustig aus. Hey, wir wollen auch mitfahren. Sie schauen uns an! Shine, rette uns! Schnell! Was sagt er? Er will irgendjemanden retten. Was brauchst du? Sie können uns nicht hören. Was ist los? Sie haben gewendet. Schnell, wir müssen in die andere Richtung. Rogi, mein Bauch tut wieder weh. Was? Nein, nicht jetzt. Verknallst dir, Tayo. Ich kann mich nicht mehr zurückhalten. Sie sind weg. Das ist schnell. Also wirklich, sie wollen lieber alleine Spaß haben. Ich weiß, die sollten sich schämen. Die Untersuchung der Babyautos ist abgeschlossen. Gute Arbeit. Es war bestimmt schwer, die Kinder jammern zu hören. Nein, ich bin froh, dass alles gut gelaufen ist. Dankeschön. Und los geht's. Okay. Jetzt kann ich mich ausruhen. Hallo, Hana. Kinder, hattet ihr Spaß? Ja. Wo sind Tayo und Rogi? Sie sind noch nicht zurück. Wir waren nicht mit ihnen zusammen. Wirklich? Es wird dunkel. Soll ich sie anrufen? Tayo hat mich vorhin angerufen. Was war denn los? Die Person, die Sie anrufen, befindet sich außerhalb der Reichweite. Außerhalb der Reichweite? Das ist seltsam. Wie weit sind wir jetzt schon weggetrieben? Ich weiß nicht. Und die Wellen werden noch größer. Wir krachen
jetzt! Okay! Warum kann ich denn nicht pupsen? Meine Güte! Du hast doch gerade so gut gepupst, als du es nicht solltest! Ich kann wirklich nicht! Es ist zu spät! Das war knapp! Rogi, du warst toll! Tayo! Rogi! Wir haben überall gesucht, aber sie sind nirgends zu finden. Ich weiß. Kinder, wo seid ihr? Oh, das sind Pat und Hart. Hey, was ist denn los? Carrie! Tayo und Rogi werden vermisst. Und wir können sie nicht mal anrufen. Oh! Hast du Tayo und Rogi gesehen? Ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Ja? Tayo und Rogi. Oh nein! Oh, ich habe Angst. Es ist so dunkel. Ja. Ich bin froh, dass du da bist. Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich alleine gewesen wäre. Tayo, weißt du was? Das von vorhin tut mir leid. Nein, ich war gemein. Es tut mir wirklich leid. Wirklich, Rogi. Tayo, wir müssen weiter durchhalten. Ja, jemand wird uns schon retten. Hm. Oh! Nein, es bricht auseinander. Oh, es bricht wirklich auseinander. Was ist denn passiert? Wisst ihr, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Geht es euch gut? Ja. Uns geht es gut. Das hätte schlimm enden können. Gut, dass Bonbon es uns endlich gesagt hat. Mhm. Es tut mir leid, ich hätte früher kommen sollen. Oh, ihr habt bestimmt Angst gehabt. Ja, aber es war nicht so schlimm, weil wir zusammen waren. Das stimmt. Alleine wäre es viel schlimmer gewesen. Ich werde nie wieder mit dir streiten, Rogi. Natürlich nicht. Wir sind die besten Freunde. Also gut, fahren wir zurück. Es ist schon spät. Okay. Für Tayo und Rogi hätte das wirklich schlimm enden können. Aber zum Glück waren sie zusammen. Vertragt euch, Frank und Alice. Der Krankenwagen Alice besucht Hannah. Finden wir heraus, warum. Ich bin so traurig. Keine Sorge. Ich repariere dich blitzschnell. Meine Sirene war plötzlich kaputt. Das ist kein gutes Zeichen. Ich baue dir sofort eine neue ein. Um die Sirene zu erreichen, brauche ich eine Leiter. Oh, da ist sie ja. Okay. Hannah! Oh, Tayo, was ist denn los? Hannah, etwas stimmt mit meinem Motor nicht. Hör zu! Das klingt aber gar nicht gut. Leider repariere ich im Moment Alice. Aber ich komme zu spät zur Arbeit. Kannst du mich zuerst reparieren? Nein, Tayo. Alice war zuerst hier. Oh, bitte hilf mir zuerst. Nein, Alice könnte zum Einsatz gerufen werden. Hannah, schon okay. Du kannst dir Tayo zuerst ansehen. Oh, wirklich? Das macht dir gar nichts aus? Nein, ich bin ja im Moment nicht auf Bereitschaft. Bitte! Alice hat nichts dagegen. Nun, wenn sie nichts dagegen hat, ich komme gleich wieder. Okay. Danke, Alice! Keine Ursache. Ich bin so froh, dass ich nicht zu spät bin. Oh, das war knapp. Mach den Weg frei! Es muss hier irgendwo brennen! Die Autos wurden langsamer, als sie sich dem Brandort näherten. Oh, es sind Frank und Alice! Warum bist du zu spät? Oh. Weißt du denn nicht, dass wir im Notfall nie zu spät kommen dürfen? Ja, ich weiß. Was ist denn los? Zum Glück wurde heute niemand verletzt. Aber was, wenn es so gewesen wäre? Ich wurde repariert. Da kann man doch nichts machen. Repariert? Du hättest vorher repariert werden sollen. Darum fuhr ich doch heute früh zu Hannah. Oh nein! Das ist, weil sie mich vorgelassen hat.
Sie kam meinetwegen zu spät. Ich muss diesen Streit aufhalten. Oh! Oh nein! Ich werde sie nicht erreichen. Oh. Was ist denn los? Hm? Hör auf. Du redest dich nur raus. Hm? Du bist rücksichtslos. Hm. Ich gehe. Alles! Hm. Frank! Hm. Frank und Alles haben sich meinetwegen gestritten. Was soll ich nur tun? Hallo, wir sind wieder da! Willkommen zurück! Ich bin wieder da. Oh? Oh? Alles okay? Hm? Du siehst aber traurig aus. Eigentlich... Ach so, verstehe. Oh. Ja, es ist alles meine Schuld. Ich wünschte, sie würden sich vertragen. Es gibt bestimmt einen Weg. Hanna! Oh, hallo, Toni. Hallo. Ich habe deine Bestellung. Oh, danke, Toni. Ich hab's. Ich habe eine tolle Idee. Eine tolle Idee? Ja, was denn? Kommt näher. Ich sag's euch. Also, ja, was denn? Also, was? Toni! Toni, kannst du uns einen Gefallen tun? Komm doch mal ganz kurz her. Was? Was ist los? Das ist das Krankenhaus, wo Alles arbeitet. Alles! Tayo. Hallöchen! Hallo, wie geht's deinem Motor? Danke, er ist jetzt okay. Das freut mich. Was gibt's? Es geht um Frank. Was ist mit Frank? Alles, er will sich bei dir entschuldigen. Was, wirklich? Warum ist er dann nicht selbst gekommen? Eigentlich ist er hier. Er ist hier? Wo? Wo ist er? Sieh, da drüben. Frank? Und, Kani, schaut sie dann her? Ja, sie sieht mich an. Aber die Leiter bewegt sich die ganze Zeit. Halt still, Kani. Alles könnte merken, dass du's bist. Oh, okay. Warum versteckt er sich denn da? Hier stimmt was nicht. Vielleicht ist er ja zu schüchtern, hierher zu kommen. Oh, wirklich? Und Frank sagte auch, dass er sich unbedingt bei dir vor dem Museum beim Rathaus entschuldigen möchte. Vor dem Museum? Okay, danke. Wirklich? Mhm. Nun, eine Entschuldigung kann ich ja wohl kaum ablehnen, oder? Okay, ich fahr dann jetzt. Okay, danke. Oh, er ist verschwunden. Das Museum beim Rathaus. Ich dachte nicht, dass er sich so schnell entschuldigt. Wo ist Alles? Oh, ich glaube, sie ist gegangen. Es hat geklappt. Fahren wir zurück zum Depot. Wovon redest du? Wir müssen doch zusehen, ob sie sich vertragen. Fahren wir. Hallihallo. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Entschuldige, Garni. Ist das etwa eine Leiter auf deinem Dach? Ja. Du solltest keine Leiter herumtragen. Das ist sehr gefährlich. Das ist... Damit solltest du nicht spielen. Du kannst dich verletzen, wenn sie runterfällt. Nimm sie sofort runter. Oh, okay. Fahren wir, Pat. Okay, wir fahren los. Also dann, Wiedersehen. Tschüss. Lass uns zurück zum Depot fahren und die Leiter runternehmen. Aber dann können wir nicht sehen, ob es geklappt hat. Wir fahren sofort, wenn sich Frank und Alles vertragen. Komm schon, lahme Ente. Tayo, der kleine Bus. Inzwischen fuhr Tayo zur Feuerwehr, um Frank zu treffen. Frank übt das Feuerlöschen. Frank! Hi, Tayo! Oh nein, Tayo, bist du okay? Mir geht's gut. Oh, es tut mir leid, Tayo. Aber was ist denn los? Alles!
Alice wollte, dass ich dir etwas ausrichte, Frank. Alice? Ja! Und, was ist es? Sie wollte sich wegen heute bei dir entschuldigen. Wirklich? Das klingt nicht nach Alice. Das stimmt. Sie ist dort drüben. Ha? Ha? Das ist Alice. Sie wollte nicht herkommen. Sie ist schüchtern. Wirklich? Ja. Sie will sich wirklich beim Museum vor dem Rathaus bei dir entschuldigen. Rathaus? Ja. Wird Hannah nicht böse, wenn sie merkt, dass wir die Sirene haben? Das ist okay. Wir bringen sie zurück, bevor sie es merkt. Hä? Tayo scheint wegzufahren. Oh. Warum hast du die Sirene eingeschaltet? Hab ich nicht. Sie ging an, weil sie kaputt ist. Lass uns schnell zum Rathaus fahren. Und? Ist Frank schon da? Nein, er ist noch nicht da. Ich hoffe wirklich, dass das klappt. Hey, Frank ist da. Oh, Frank. Ich bin froh, dass du da bist. Hallo. Frank? Tut mir leid, dass ich so streng mit dir war. Nein, es war meine Schuld. Ich war zu spät. Sorry, Frank. Mir tut es auch leid. Ihr beide seid wieder Freunde, oder? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Juhu, ich freue mich so. Alles hat geklappt. Was? Fahren wir zurück zum Depot. Oh nein, die Leiter ruckelt herum. Was habt ihr denn? Hallo. Pat! Rocky! Garni. Sag mal, warum hast du denn immer noch die Leiter? Hey, ist das nicht eine Sirene? Ja, das stimmt. Warum hat Toni eine Sirene? Es ist, weil... Um Himmels Willen! Sache ist... Oh nein! Nein! Oh nein! Tayo, danke für deine Hilfe. Es tut uns leid! Tut es auch leid! Es tut mir leid! Ihr sagt uns besser, was hier los ist. Garni trägt eine Leiter. Dieser Krankenwagen ist doch Toni. Dann war das Auto, das ich sah. Tayo! Also, du warst verkleidet? Ja, es tut uns leid. Sie haben sich meinetwegen gestritten. Also wollte ich ihnen helfen, sich zu vertragen. Tayo, es ist falsch, Leute so auszutricksen. Es tut mir leid. Habt ihr das gehört? Ja. Heißt das, ihr werdet euch nicht vertragen? Nein. Wir werden Freunde sein. Wir haben uns euretwegen vertragen. Wir können uns nicht weiter streiten. Wirklich? Danke für deine Versöhnungshilfe, Tayo. Ja, das haben wir euch zu verdanken. Hallo zusammen. Jemand hat gerade einen Brand gemeldet. Wir müssen los. Los geht's, Alice. Darauf kannst du wetten. Frank und Alice sind echt so cool, wenn sie zusammenarbeiten. Das stimmt. Frank und Alice sind wieder Freunde, dank der Bemühungen von Tayo und seinen Freunden.